Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Heute aus meiner Heimat, meiner ehemaligen Hütte aus Riga, Lettland, von der dritten Jugla. Das ist ein Stadtteil und heute laufen wir hier um den Wellnesser, den man gerade nicht sieht, weil ich gerade voll von den Bäumen rumlaufe. Das ist ein kleiner See, der direkt quasi vor der Wohnung meiner Großeltern oder der Wohnung in meiner Großeltern liegt. Und ich quatsche ein bisschen über meinen Urlaub, den ich jetzt gemacht habe und was so demnächst bei mir ansteht auf diesem Kanal. Boah, ja, ich habe da einiges vorgehabt eigentlich, wollte ein paar Folgen ihr hier aufnehmen, weil ich kenne hier viele coole Ecken, wo man einfach mal ein bisschen draußen rumhängen kann, wo man in Ruhe Videos machen kann. Habe ich gemacht, aber bei weitem nicht so viel, wie ich eigentlich machen wollte, weil, krank geworden, ich habe mega Husten und hallo Kätzchen. Hallo? Nö. Mega krank geworden, zwei Drittel des Urlaubs einfach flach gelegen, alles Temperatur. Ich denke mir so, yo, saftiger Urlaub wieder. Konnte wieder nicht das so machen, wie ich es eigentlich machen wollte. Hat das Beste draus gemacht. Ihr werdet wahrscheinlich dann die meisten Videos schon im Laufe der nächsten Tage schon sehen, weil ich jetzt halt nicht so viel vorproduzieren konnte hier, wie ich eigentlich mir vorstellen oder vorgestellt habe, was ein bisschen halt doof ist. Nichtsdestotrotz sind es für mich ein paar coole Videos gefunden, ein paar coole Locations. Werde ich dann wahrscheinlich mal nächstes Jahr oder so nochmal nachholen müssen, wenn ich dann wieder hier bin. An alle, die sich noch erinnern, ich glaube, ich war 2015 hier, glaube ich, im Urlaub. Ich habe ja damals eigentlich so ein ganz spezielles Video machen wollen hier. Das wird es nicht geben. Ich habe dazu damals, glaube ich, noch nie eine Antwort gegeben, weil ich habe aus Versehen damals die Daten gelöscht. Das war richtig dämlich von meinem Notebook, ohne sie vorher zu backuppen. Deswegen, daraus aus dem damaligen Video wird nichts werden und ich werde dieses Jahr halt auch irgendwas Cooles machen dazu. Krank geworden, wird auch nichts. Sagt halt. Ansonsten trotzdem halt ziemlich cool hier gewesen. Ihr seht ja schon so ein bisschen sowjetischen Einfluss, der hier überall da ist. Da kann ich euch dann, denke ich mal, nächstes Jahr ein bisschen mehr liefern als dieses Jahr. Ich hoffe, die Einblicke, die ich mitbringen konnte, sind trotzdem cool. Was haben wir sonst noch? Wenn ich wieder da bin, gibt es wieder ein paar Sonntags-Locus-Episoden. Ich habe ein paar Decks mir vorbereitet. Ich weiß nicht, ob da viele auch noch mit irgendwie Combo-Videos dazu sein werden. Einige werden wahrscheinlich davon nicht sein. Wo ich mich noch mal dazu entschuldigen möchte, ich habe ja, glaube ich, 6-7 Videos vorbereitet, bevor ich weggefahren bin in meiner Heimat hier und die meisten Videos waren dann halt so am Ende noch am Rendern, so glaube ich am Montagabend vorher oder am Dienstagabend vorher und der Cyber Dragon und Sonntags-Locus-Episode leckt mich am Arsch, war eine Scheiße. Ich habe mir den Arsch beißen dafür, dass das Ding halt da irgendwie, was war das, 30 Sekunden einfach Schwarzbild hat. Ich weiß ganz genau, dass ich den Videoteil habe. Ich muss nochmal zu Hause gucken, sobald ich da wieder da bin, was mit dem passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich mich wirklich in den Arsch gebissen, als ich das mitbekommen habe. Das war blöd. Da möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen. Ich hätte natürlich das ganze Video nochmal durchgecheckt, bevor ich losgefahren wäre, aber diesmal hat einfach die Zeit nicht gereicht und es ist halt dann so am Ende rausgekommen. Das ist natürlich scheiße gewesen. Vor allem, weil ich wusste halt, dass Cyberdrachen halt so ein beliebtes Themendeck ist, aber gut, zum Glück ist es ist halt noch nicht so viel rausgekattet worden da draußen. Das ist nichts Wichtiges, da habe ich ja nur mit kleinen Geräten. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ey. Passiert. Das nächste Mal wird es besser. Nichtsdestotrotz, obwohl ich krank bin, habe ich trotzdem ein paar Sachen gemacht. Ich bin zwar krank, aber das heißt nicht, dass ich nicht denken kann. Ich habe mich rangesetzt und ich hatte halt mein Notebook noch mitgenommen und dort nochmal Cubase bei mir raufgespielt, weil wir hier ein paar nette, lange Fahrten hatten. Und halt auch viel zu Hause saßen und dann habe ich mir gesagt, dann mache ich ein bisschen Musik, habe da so ein paar Ideen gehabt, dachte ich mir, ich würde gerne mal was so ein bisschen creepy ist machen wollen. Habe dann so ein bisschen was eingespielt und dann habe ich es gemacht und dachte ich mir so, welches Deck könnte ich denn dazu spielen, weil ich dachte so, okay, das fände ich, glaube ich, ganz gut für die Duellserie. Habe das so ein bisschen eingespielt und dann so irgendwie, ich hatte halt so viel Zeit, ey. Ich habe das Ding irgendwie jetzt 3,5 Minuten schon fertig geschrieben. Was, normalerweise mache ich halt so eine Vorlage für die Duellserie, so meistens so 2 Minuten. Aber ich habe einfach so viel Zeit, weil ich einfach nichts machen konnte, weil ich krank war, habe ich einfach das Ding schon so weit gemacht. Ihr werdet am Ende des Videos halt nochmal hören, wie mein aktueller Stand dazu ist.
ist richtig creepy, passt wahrscheinlich dann nicht mehr so ein bisschen zu der Umgebung, die ich hier so abspiele. Aber ja, wenn wir eine neue Bandes kriegen, dann wird es relativ schnell sein mit der Duellserie, weil ich bin schon relativ ready, was ja, einen neuen Song angeht. Und diesmal muss ich das nicht irgendwie in einer Woche zusammen klatschen, parallel, wenn ich was anderes mache. Ich glaube, diesmal wird das alles besser werden. Bin gespannt. Und ja, deswegen war der Urlaub jetzt nicht wirklich, sagen wir es mal so, unproduktiv. Da haben wir schon einiges gemacht und ich bin schon gespannt, was wir dann so dann spielen werden demnächst. Ihr könnt ja mal dann selbst danach raten, was das ist. Ja, ich genieße mal schön hier diese entspannte Aussicht. Was habe ich noch als Thema? Genau, Custom Playmat natürlich. Ihr habt eure 15% Rabattchance natürlich mit Random Brain minus 15, falls ihr sie noch nicht genutzt habt. Ihr hattet noch den Summer Sale letzten Monat. Der ist jetzt vorbei. Da kriegt ihr die Prozente nicht mehr. Also, falls ihr einkauft, spart euch lieber wenigstens die 15%, statt komplett den Vollpreis zu bezahlen mit meinem Gutscheincode. Unten nochmal noch mal reinschauen. Und ich hatte noch irgendein Thema. Ich weiß nicht welches. Nur mal kurz überlegen. Ach ja, genau. Ich hatte, ich war nicht ganz unproduktiv hier. Ich habe noch so mich ein bisschen umgeschaut, hab mir ein paar Sammlungen angeschaut, so während meines Urlaubs. Und ich glaube, wir haben da was für die Zukunft wieder, was cool sein könnte. Ich glaube, da werden wir mal wieder eine neue Episode von Ihr wisst schon was mal demnächst bei uns sehen. Musst du Daniel dran holen und wir brauchen sehr viel Zeit, weil das könnte doch mal interessanter werden als die letzten Male. Mehr möchte ich dazu gar nicht erst sagen. Ja, ich glaube, das war's dann erstmal und ich hoffe, euch hat es bei dieser Knallupdate gefallen, dass wir so ein bisschen mehr Impressionen hier mitnehmen aus meiner Heimat, weil ich sonst so gar nicht dazu gekommen bin, sehr viele Impressionen mitzunehmen. Ich werde eine Menge Folgen ihr auch in den nächsten Wochen bekommen. Ich muss halt den meisten Teil davon halt eher dann wieder in Deutschland aufnehmen, da werde ich aber auch ein paar coole Locations dann raussuchen. Außer dem Volksparkwald noch ein paar andere Sachen dazu nehmen. Und ja, das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüssi.